Naja, hallo Bär. Ich springe ins Wasser! Nein. LOL! Draußen. Das war Karneval. Alter. Okay. So, und jetzt kannst du. Ich hab gerade Bram damit 11 Schaden gehauen. Nein. Alter. Junge. Das funktioniert ganz gut. Du hast sogar 12 gekriegt. Deswegen. Haben wir eigentlich irgendwo Pilze? Ja, aber wir haben jetzt immer jetzt noch. Willst du den jetzt wieder haben, Jay? Meiner andere ist gleich kaputt, ach, mir ist das scheißegal. Was heißt, der ist kaputt? Ja, halbes Leben nur noch. Also wie der so hier. So schnell geht das? Ja, oh, ich hab ihn gerade da voll durchgekämpft. Ach, mir ist das egal, wenn du den haben willst, nimm ihn. Ist in Ordnung. Aber ganz im Ernst, wir müssen jetzt trotzdem erstmal jetzt uns diskutieren. Wir müssen unsere Ziele klären. Ja, aber in der Season haben wir doch auch nie ein Ziel. Ja, aber bei Hardcore auch kein bei Ziel. Ja, genau. Haben wir ich das halt Ziel, den Enderdrachen zu besiegen. Ja, und ich habe jetzt hier auch kein Ziel. Ich mein Interesse just in diesem Augenblick ist mir da oben die Insel anzugucken. Genauso wie ich halt, wenn ich Minecraft Season spiele, ich just in dem Augenblick vielleicht das Interesse habe, die Höhle zu erforschen. Da ist doch kein Stress bei. Also ich habe das eher so als erweitertes Minecraft Season 7.5 angesehen. Ja, aber selbst da gehst du doch in eine Höhle rein und erforscht die, oder nicht? Ja, aber erstmal will ich. Ja, klar, aber trotzdem will ich erstmal. Ich glaube, Bram, du verstehst uns einfach nicht. Nee, das ist auch schwierig zu erklären. Aber. Das ist. Ja, ist schwierig zu erklären. Bist du sehr getrieben. Ja, ich bin halt. Ich bin halt neugierig, weil alles Neues gibt. Haben. Ja, genau. Weil es alles Neues gibt. Ich will alles sehen. Und dann ist das in 5 Stunden durch. Ja, gut. Dann haben wir noch 39 andere Modi von Minecraft, die wir spielen können. Die wir von mir aus dann gerne direkt hinten dran setzen können. Was denn ja, Bahn aber du hast halt damit machen. Dann, du hast dann voll die Möglichkeiten da nicht ausgeschöpft. Warum? Wenn ich alles gesehen habe, habe ich die Möglichkeiten ausgeschöpft, oder? Ach scheiße, Peter, du kannst das aber besser ausschmücken. Warum? Du kannst doch ein Haus bauen, da hindert dich doch keiner dran. Majoch. Alles klar, ich baue mit. Wohin gehen wir denn, Peter? Was wollen wir jetzt machen? Gute Frage, also das Ding würde ich mal ganz schnell aus unserem Gedächtnis verschwinden lassen. Okay. Wofür ja, haben wir jetzt angefangen, hier Wasser und so eine Scheiße hinzumachen? Dann baut er doch wenigstens um. Ja, ist jetzt auch nicht so schwer. Ich meine, das sind, keine Ahnung, 34 Blöcke oder so. Haben wir noch Eisen? Das habe ich gerade dann auch geguckt, weil ich habe keine Spitzhacke. Ja, ich auch nicht. Ich habe 5 Eisen haben wir noch. Wobei, nee, stimmt, da brauchen wir eine Eisenspitzhacke. Also haben wir noch 2. Wir haben auch kaum noch Holz. Ich hab ganz viel Holz. Also weiß ich, wo ich richtig Bock drauf hätte. Ja, ich habe, als ich vorhin so einen Test gemacht habe, ob Hexit bei mir funktioniert, bin ich in einer Singleplayer-Welt gestartet. Ja. Und da war so ein richtig krankes Biom mit richtig fetten Häusern. Ja, und da hätte ich echt voll Bock, so ein von Ort zu Baum zu Baum so eine Base zu bauen und von da aus dann das alles rauszumachen. Also das Schwierige ist, so ein Biom musst du erstmal finden. Ja, ist halt die Frage, sollten wir von der Insel hier dann runter? Dafür kann man ja laufen. Wir können da oben einfach. Oh, cool. Klickt mal rechtsklick auf die Karte. Marker nehmen. Oh, das ist ja praktisch. Kannst du einen Marker setzen. Seht ihr den alle? Den roten, den ich gesagt habe, der DF heißt? Kann ich den zurücksetzen? Oh, cool. Kann man auch in eine Gruppe rein? Guck mal oben. Jetzt habe ich in den Himmel geguckt. Ne, ich meine M und dann steht da oben Group. Ja, stimmt. Das fragt sich ja eben schon, ob man in eine Gruppe kann. Scheinbar schon. Wo denn? Dann sieht man oder kann man seine Marker gruppieren. Ach so. Ja, weil das wäre halt ganz cool, wenn man in eine Gruppe könnte und sich auf der Minimap sehen könnte. Das wäre super. Wie kann man denn in eine Gruppe? Kann man jemand googeln? Bin dabei. Der Regen sackt schon mal ziemlich hart. Kann ich eigentlich mit diesen Emerald Shards machen? Okay, du hast da von diesem. Brauchst du noch mehr Mods hier? Okay. Jay, dieses Biom. Siehst du denn auf der Map unten rechts
das Ding, was aussieht wie eine Burg im Wasser? Ja, ja, das ist die fliegende Burg, die wir am Anfang hatten. Ja. Echt? Das sind ja. Wir, ach ja, stimmt. Wir sind ja. Ja, stimmt. Von die ist Seite. Ja, das ich also finde dein Vorschlag ich find quasi Boote nehmen, dieses Ding suchen und da sich niederlassen und dann von da aus schauen, wo ein was hintreibt. Was hast du das denn jetzt geschlossen? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich meine Jay. Ja, hätte ich Bock zu. Guck, habe ich doch richtig geschlossen. Hätte ich auch Bock zu. Wir können natürlich auch. Ich habe noch die Sachen mitnehmen, die hier sind. Ja, ja, die, klar, die Rüstung, die ganzen wichtigen Sachen würde ich auch mitnehmen. Dings finde, kann ich ja mitnehmen, ne? Ich habe nämlich gar nichts. Ja, nimm mal. Ich habe hier noch so eine hat, Iron... Hat Iron, einer ein Chocobo-Buch mit? Iron Chest. Ja, Chocopedia. Nehme ich mal mit. Ich habe noch eine Chain Chestplate, also braucht jemand? Oh ja, cool, schmeiß mal hin. Das heißt Nüs. Oh ja. Dann würde ich sagen, haben wir noch irgendwie Steine? Oh, die Chain Chestplate habe ich jetzt aus Versehen aufgesammelt. Das macht gar nichts. Zack. Ich kann ich dir geben, warte. Jetzt. Holz. Juhu. Nehmen wir mit. Truhe mitnehmen ist auch ganz gut. Das Bett mitnehmen. Bett hat jetzt irgendjemand anders. Ich hab das. Amboss. Ja, das ist schon abgebaut. Neues Craft. Ich hab's schon abgebaut jetzt. Wir hätten ja mit den mit den Schafen, die hier rumlaufen, einfach ein neues machen können. Ja, gut. Das stimmt. Ich nehme die Eier auch nochmal mit. Wobei wir müssen. Warte mal, wo gehen wir denn jetzt überhaupt hin? Alter, warte mal eben, der Regen ist so mega laut. Das stimmt. Gucken einfach. So, zwei Boote für den Jay. In den neuen Minecraft-Versionen kannst du ja den Regen sogar. Zwei Boote. Einzeln. Die waren jetzt für Christian, die beiden anderen. Ja, warte mal, ich habe zwei Boote. Eins schmeiße ich mir hier. Ach, nee, zwei Boote sind richtig. Ich habe jedem zwei gebracht. Ja, kann ja kaputt gehen, theoretisch. Wo gehen wir jetzt hin? Wie sieht der Plan aus? Das ist ein Enderman. Oh. So ein bisschen. Ja, wir suchen jetzt dieses komische Ding, wovon Jay gesprochen hat. Wir können auch nach was anderem suchen, nur das war halt gerade so. Ja, aber das klang doch witzig. Ich frage mich, was du gesagt hast, Jay. Also, meinetwegen können wir jetzt auch uns, während wir da suchen, hier die Dinger angucken, damit Brams Lust gestillt wird. Hört doch mal auf, von Dingern zu reden. Also, die Boote. Was sind denn Dinger? Hat jemand noch, Moment, hat jemand von euch eine Iron Pickaxe? Ja. Nein. Ja, komm mal hier hin. Mach mal das da weg. Ich glaube, das ist Aluminium. Das dauert mega lange. Ich glaube, okay, dann ist das kein Aluminium. Aber, warte mal. Was ist das? Weiß ich nicht. Ich baue das einfach mal ab. Kannst du nicht. Hä? Also mit einer Iron Pickaxe brauche ich da ewig für. Ich glaube, wenn das so lange dauert, dann verschwinden die Sachen. Du kannst sie nicht aufsammeln. Das kennst du doch vom. Ja. Das kennst du doch von dem normalen Minecraft schon. Haben wir nicht Diamanten? Ah, nee. Hab ich die Boots für uns gebaut. Bett. Na gut. Ja, das ist halt auch die also Frage, Christian, um dir das kurz zu erklären. Jay fand ein Biom richtig cool, dass wir jetzt suchen gehen. Und auf dem Weg zu diesem Biom kommen wir bestimmt an Schiffen und interessanten Sachen vorbei, die wir uns ansehen werden. Zum Beispiel dem Dingsschiff da, dem Creeper-Schiff davon. Welches Schiff? Genau. Welches Schiff kam das? Creeper-Schiff. Das ist auch voll creepy, wenn die Pferde so abgehen. Ja. Rechte oder linke Schiff? Ist das nicht ein Boot? Ach so, das rechte Schiff. Ist euch schon mal aufgefallen, dass unter Wasser auch Sachen sind? Ja, deswegen, ja, also da leuchten noch und so. Irgendwelche Sachen. Aber da ertrinkst du halt so. Aua, wieso bin ich denn jetzt von meinem Boot runter? Da sind auch schon wieder Pirates drauf. Mein Boot hat mich einfach abgeschmissen, wie frech. Wir tanken überhaupt nicht zu Eisenbart. Oh, da ist eine Truhe drin. Einfach von unten rangraben. Ja. Oh, Kohle. Und Sticks. Immerhin. Kohle ist gar nicht schlecht. Ja. Sei, Bitch! Piraten. Bram fightet die Pirates? Na sicher. Was ist das denn? Darkness Essence habe ich gekriegt. Was kann man denn damit Geiles machen? Ich habe vorhin auch schon ein paar Essenzen gekriegt, bevor ich voll der geile Zauberer oder so. Ja, wahrscheinlich. Darkness kann ich nicht. Ist das einfach nur jetzt nur. Ist das hier Wolle? Sofort. Das ist Wolle, ja. Da können wir ein bisschen von mitten für ein Bettchen haben. Keine Ahnung. Darkness Essence. Kannst du anzünden. Ist drauf.
Ah, okay, braucht man halt für manche Crafting Recipes. Das heißt, wir segeln Richtung Norden. Ja, oder? Lass uns mal kurz anschauen, wo ist der Norden? Ja, warum nicht? Wumpe. Warte mal, wo ist der jetzt? Aha, was eine zufällig generierte Welt. Ey, Hammer, geil, was ist das denn für ein fettes Baumhaus? Alter, da ist ja, guck mal, da ist was Rechtes für uns. Boah, Alter, vor dem. Ne, der ist genauso hoch, wa? Ich glaube, der Turm. Aber das Baumhaus finde ich viel interessanter. Ja, das sollten wir uns gleich auf jeden Fall mal angucken. Ist das diese Biom, was du meintest? Nein, was ganz anderes. Das ist richtig crazy Bäume. Das werdet ihr dann schon merken. Das sah richtig fett aus. Hey, hier kann man rein! Oh, ja, Spaß, den Turm finde ich eigentlich schon voll geil als Haus, wenn ich ehrlich bin. Zieht euch den mal rein, der ist irgendwie geil. Der ist ja interessant gemacht. Ich bin der König der Welt! Da nur so gebaut, ne? Erinnert mich, ja, hier oben ist doch nichts. Erinnert mich ein bisschen an, wenn ich bin, den Turm von Isengard, so oben, von oben. Seid ihr auch bis nach oben gelaufen? Ja, ich bin oben drauf. Da ist nix? Da ist gar nichts. Ist ja witzig. Ja, Bram hat sich jetzt die 20 Diamanten. Da hat sich gerade so ein anderer Turm aufgebaut. Ich weiß nicht, ob wir den. Sollen wir den durchsuchen? Ja, solange Tag ist, gehe ich zumindest unten mal rein, dann spawnen noch nicht so viele Viecher. Oder wir können auch die Seite ja mal aufbuddeln. Die Idee mit dem Brunnen ist voll geil, der hier steht. Okay, so, da geht's schon dran ab. Hatsching! Was ist das denn? Ich hab eine Hexikel Essens gefunden. Gibt's hier überhaupt Spawner? Ne, habt ihr schon gekillt, wa? Ich hab keine Waffe mehr. Meine ist schon im Arsch. Hier, ich kann dir eine geben. Juhu. Jetzt geht wieder nach oben. Aua. Jetzt müssen wir gucken, was da gibt, oder? Alter! Nicht vorrennen! Alter, Junge. Sorry. Ich stell mich wieder hinten an. Achso. Ja, gute Idee. Schneller schlagen. Komm. Aua. Ja, passt. Ich glaube, das ist so eine Spinne gebockt. Wer hat denn jetzt alles eine Spitzhacke? Ich hab eine. Mach das Ding kaputt. Ich hab auch eine. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das geht nicht, wenn die scheiß Dinger da rumspringen. Achtung, Zombie! So, und jetzt habe ich hier mal. Pam! Pam! Ups. Warte mal, ich kann dir eine Spitzhacke geben, da. Das ist wenigstens einer Stein. Alter! Ja, das ist gut. Oh Gott, sind hier viele Viecher. Krass, da waren gerade nur. Aua! Da muss ich. Bin wieder unten. Ja, hier. Kaputt machen, kaputt machen. Ich helf dir. Nein! Nicht mich runterschlagen! Jawohl! Nein, ich bin! Hinter euch! Okay, alles Eisen. Gut. Und Kohle. Und ein Bogen. Und Karotten. What? Viecher! Ich hab ein bisschen was essen. Hä, haben wir nicht oben alle Spawner zerstört? Wo kommen die denn her? Von oben. Von oben fallen die runter. Da oben sind noch Spinnen. Achso, wir kommen ja gerade von unten. Ha, ich bin ja sehr clever. Mhm. Da war eine Bottle of Enchanting drin. Was auch immer die macht. Aua! Hier ist wieder Eisen drin und Brot. Ja, nimm mit. Vielleicht nur was zu essen. Warte, ich hab was zu essen. Hier, wo bist du? Hier, vor dir. Alter! Ach doch, da war Brot drin. Hast du jemand ein Levelchen gestiegen? 21 oder so. Ja, kaputt machen! Da. Was ist denn? Water Essence. Wasser Essence ist da drin gewesen. Cool, Mushroom. Ich hab ne Hexikel-Essence. Braucht noch jemand eine Iron Chestplate? Ne. Die Christian braucht eine. Die ist besser als der von der. Ja, ich hab nur Chainmail. Ich bin hier unten bei dir. Ja, die ist da in der Truhe. Oh, nice. Ich lasse meine Waffe ist da schon wieder kaputt. Ja, die gehen sehr schnell kaputt, habe ich das Gefühl. Oder wir moschen einfach ganz viel. Kann ich dir aua! Okay, ich gehe mal wieder nach hinten. Wir stehen gerade ganz vorne. Dann kann ich dir leider keine neue geben. Das ist ein Creeper, Vorsicht. Alter, Bram! Aber wir haben ja viel dabei. Du kannst dir gleich sofort eine neue craften einfach. Was soll da für Schaden? Achtung, Creeper! Boah, alter Vater. Ja, komm, Schaden. Können wir rein? Wir können rein. Okay, los geht's. Zerstören. So, kaputt. Uncool. Aua.
Oh, ist das geil, viel Fleisch. Da sind Lohnstäbe drin. Achtung, hier sind Zombies. Noch ein bisschen viel Fleisch. Was ist denn? Beanstalk? Lapis Lazuli? Ich nehme ja mal ein bisschen was von dem Fleisch, ja? Warte mal, wir können es mit einfach. Wir können es da hin und her werfen. Wir können eigentlich von hier unten die Löcher zu machen. Ja, aber wir wollen danach hier wieder runter, oder? Ja, du kannst ja eins offen lassen, aber deine. Ey, schnell nach oben! Da ist keiner drin! Da ist keiner drin! Da ist keiner drin! Go, 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 go! Ja, ging ja schnell. Hier ist wieder so eine Essenz drin. Und Diamanten. Wofür sind Emeralde eigentlich gut? Sind die immer noch zum Tauschen? Scheinbar. Wenn sich das hier nicht voll geändert hat. Oh, es sind Netherwarzen drin. Die sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Stimmt, man kann hier nicht mehr in den Nether, oder? Keine Ahnung. Und wenn, dann will ich da gar nicht. Weiß ich nicht. Ich hab's. In den Server-Einstellungen hab ich's gerade alle eigentlich. Auf okay. Fokussiert, glaube ich. Das ist doch geil. Dann mache ich jetzt da einfach so ein Ding kaputt. Ist der Baum? Jawohl. Bram, hinter dir! Ich hau schon. Okay, für dieses. Was ist das denn? Magic Alter. Alter. Oh! Diamanten und Emeralds und Zombies. Blau ein Schatz. Nee, so eine Bottle habe ich auch. Mal gucken, was man damit machen kann. Da bin ich schon langsam ganz. Wir sind. Nee, wir sind noch nicht ganz oben. Ey, hier ist nix. Komm, abbauen. Hey, Moment. Guckt ihr denn noch in die Truhen? Da waren voll die krassen Sachen drin. Ja, doch. Okay, hab ich. Abschluss. Das klingt nicht gut. Das ist. Wer kämpft da gerade? Keine Ahnung. Du hast gekämpft, Christian! Was? Oh. Das Ding geht, glaube ich, wieder oder drauf, oder? Also ich geh raus. Hier oben ist noch der Boss! Ja, aber dann geht wieder der ganze Turm hoch, Peter! Ja, aber ich glaube, erst wenn man den Boss gekillt hat. Ja, aber dann gehen wir doch trotzdem wieder alle drauf. Der hat mich aus dem Ding gesprengt. Ja, aber wenn wir den kaputt machen, können wir doch aus dem Turm einfach rausspringen und dann geht es zu Gunst wieder gut. Ja, aber sind wir nicht irgendwie so 20 Stück hoch? Der springt hier alles in die Luft. Ja, eben. Sag mir an, wenn der tot ist. Ich komme gerade wieder nach oben gelaufen. Ach so, du kommst da unten. Alles klar, Peter. Du kommst da oben gelaufen. Ja, alles klar, Peter. Ja, aber warte. Der steht neben mir. Aua, aua. Ich gebe ihm gerade 47 noch. 30, 20, 10. Down. Jetzt müssen wir hier verschwinden. The Tower will collapse. The Power will collapse. Was ist das denn für ein Vieh? Hier steht ein Polarbär. Oh ja. Hallo, Bär. Ich springe ins Wasser. Nein. LOL! Hier draußen. Das war Karneval. Alter. Chris was burnt to a crisp. geh mal vor dem Turm gucken. Ich bin aus dem Turm rausgesprungen. Ich lieg da vor dem Wasser. Ja, genau. Ja, deine Sachen so ein, zwei Sachen. Ja, sehr gut. Dann haben wir die zumindest gesichert, dass die nicht explodieren. Nicht das bei euch. Oh, pass auf, ey, ihr müsst euch beeilen. Das Ding bricht. Zusammen. Ja, was soll ich denn machen? Ja, als hat einer denn wenigstens die oberste Kiste gelootet? Wir sind Truhen. Ich pack gerade alle meine Sachen da schnell rein, damit wir die Sachen aufsammeln können von Dennis, von natürlich Julia. Geil gelaufen, jetzt müssen wir, jeder der stirbt, muss einmal quer über die Insel laufen. Und schwimmen ohne Boot. Wobei, das kannst du ja schnell machen. Der Tower ist irgendwie nicht so kollapsed, wie ich das dachte, dass er kollapsen würde. Guck mal, da oben ist Christian auch. Was? Nein, ich bin schon lange gespawnt. Nee, ich meine, da ist dein Grabstein. Ah ja, stimmt, ich hab wieder einen verloren, aber nice. Ach, das ist das, was da in der Luft hängt. So, jetzt aber nochmal die Frage, hat jemand die oberste Kiste gelootet? Da ist meistens nämlich der geile Scheiß drin. Nee.